Oh, ist ja scheiße. Hör doch auf zu entkommen, Junge. Bitte. Na also, let's go. Ach ja, sagte Relaxarus. Relaxarus, wird das mich ändere in dem Augenblick durchführen, ein elektrischer Schlag seinen Körper treffen. Was? Bin ich blöd? Moment, kann man das nochmal nachgucken? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe da alles falsch gelesen. Wo ist er? Da. Ach ja, sagte Relaxaurus, ne? Wird Zeit, dass ich mich ändere. In dem Augenblick durchfuhr ein elektrischer Schlag seinen Körper. So. So nämlich. Jetzt hört sich ja da ordentlich an. Dungeon verlassen. Sehr schön. Haben wir den Kollegen auch schon mal? Bronchi Aquari. Oder Broncheri Aqua. Broncheri Aqua. Hier holen wir uns jetzt auch direkt. Broncheri Aquare. Cherry, Cherry. Wo soll sie denn sein? Hinter mir? In die Richtung. Was macht ihr denn hier? Aber habt ihr nichts zu tun? Damn! Holy shit, da kam er noch angeflogen. So, ich will dich auffliegen sehen. Komm, ich will dich auffliegen sehen. Halt still. Flieg, Junge. Flieg. Hä? Er ist einfach zweimal gestorben. So, in welche Richtung? In die Richtung, ne? Ja. Alter, wie der geflogen ist. Das hat mich ein bisschen an Skyrim erinnert, wenn der Riese auf dich eingeschlagen hat. Oha. Ui. Aber nur so Plips, die da so in außergewöhnlich sind, ne? Oh nein, Pyronox ist zu viel. Bushi auch. Diese Probleme löse ich selber. Aua. Kleine Wichser, nehmen, gib mir auch noch auf den Sack. Ja. Shut your bitch ass up, Alter. Ja, komm jetzt mit. Na also, geht doch. Außergewöhnlich endlos Magen. Super. Endlos Magen ist richtig shit. Wer bist du? Relaxaurus. Du auch. Wo ist die Aquatante hier? Irgendwo da vorne. Schon wieder ein Shiny. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Erscheint die Kuh? Ja, guck dir die fette Sau mal an, ey. Leck mir im Arsch. Was? Anubis. Prügel den mal ein bisschen. Genau, no, hau ein Roundhouse-Kick, Junge. Zack. Guck mal, Anubis ne anguckt. Was hast du für ein Problem, Was hast du für ein Problem? Alter, da kam direkt noch eine Genki Dame nach. Was ist das denn? Den Aquaschuss oder was? Anubis versteht die Welt nicht mehr, ey.
Komm jetzt mit. Ah, da geht der mir auch sagen, ne? Nur bist du, kannst du ja reinkommen. Das dauert noch ein bisschen hier. Können wir das machen, ohne dass ich dich umbringe? Bleib hier, du fette Sau. Jetzt aber, komm. Na also. Außergewöhnlich und ungeschickt. Ja, perfekt. Da sind ja für Attribute. So, wo soll das Vieh hier sein, hä? Da unten im Wasser? Ja, irgendwo hier. Aber hier sind nur relaxte Saurusse. Ja, dankeschön. Was ist das denn für ein Scam? Hier auf dem Berg oder was? Hier ist gar nichts. Schwebt doch nicht in der Luft rum, ne? Oder ist das hier irgendwie... Aha, vielleicht hier unten im Tunnel? Ist hier überhaupt ein Tunnel? Was ist denn das? Ein Palladium-Bruchstück, aber nix. Keine Ahnung, wo die sein soll. Nee, da ist kein Tunneleingang. Hier unten? Übersehe ich den Trick? Oder ist die falsch angezeigt? Fuck. Der Rookie-Wetterer. Oder ist der Buggy, wer die Base hier ist? Ist sie eigentlich hier? Er sie ist. Also ich bin ehrlich so verwirrt, ne? Gönn dir. Tschüss mit dir. Hallo? Ich hab gar nicht eh gedrückt. Warum? Was hast du jetzt für ein Problem? Mann. So, tschüss, Alter. Wurdest du dezimiert? Leck mich im Arsch. Ich brauche euch zwar nicht, aber kommst einfach mal mit. Minderwertige Munition. Wo willst du denn hin, hä? Flüchten oder was? Weg mit dir. So Pistolenmunition? Ne, Flintenmunition. Dann mal Breakdance. WTF. Okay, King Julian. Nicht die Fusse. Ja, aber ja. Der ist hier irgendwie nicht, ne? Ja, Aquatante. Nee, einfach nein. Kann ich sonst noch irgendwie bekämpfen hier, den ich noch nicht hab? Von Cherry, Lunaris könnten wir probieren. 38, 45, 38, Verdash, Anubis, Helbert haben wir schon,
Dann reise ich erstmal zum Schnellreisepunkt da oben. Richtig weird. Ist immer noch der Breakdancer? Hä, wie weit ist denn der gewandert? Holy shit. Und wenn er nicht gestorben ist, dann breakdance er noch heute. Moment, er ist ja gestorben. Er breakdance immer noch. DTD. Da vorne ist der Teleport. Was wir aber machen können, das fällt mir gerade ein. Wir können. Doch, verlassene Kirche. Nochmal nach Elektrodüsen Ausschau halten. Pixies brauche ich nicht. Liftmunk auch nicht. Da vorne die Seele nehme ich. Oh, die Ausdauer von den Viech hat so ass. Ja, dich brauche ich. Gut. Danke. Da ist noch ein Blitzheini hier irgendwo. Lippmunk. Ich brauche mehr Elektrodüsen. Baut mir ein paar Elektromänner. Also Jolthawks, da sind sie doch. Ein paar Elektrodüsen. Nicht Düsen, Drüsen. So, zack. Guten Tag, der Herr. Zack. Elektrodrüse. Kannst du den fressen, wenn du willst. Das ist mir egal. Ich brauche nur die Drüse. Hau ab. Was ist das denn da unten? Ist das ein Tunneleingang? Eine Kiste mit Schlüssel. Danke. Stoffkleidung. Ah ja. Und haben wir hier verlassene Mine. Gucke ich jetzt mal rein. Weh, hier ist nichts Gutes drin. Ein Händler. The fuck, Alter. Was hat denn hier alles so stehen? Ein Loop Moon. Eine Catrice. Oh, ich könnte einfach ein paar Perls bei dem verkaufen, ne? Auch nicht schlecht. Fällt mir gerade auf. Ja, hier, komm. Kann ich einfach so machen? So. Die Scheine behalte ich. Teacup kann auch weg. Sparklet. Univolt behalte ich erstmal. Rayhund auf jeden Fall. Tansee kann weg. Caprice kann auch weg. Lipmunk, tschüss. Lobby weg. Barista. Weiß ich nicht. Cinemorph weg. Ihr drei seid auch pretty useless, ne? Du weg. Die beiden auch weg auf jeden Fall. Die können auch weg. Davon kann auch einer weg. Er kann auch weg. Puddler weg. 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 B.
Überheiligt, Tamparen vielleicht. Der war auch gut, ja. Genügsam, Workaholic, mutig, Atem nehmen. Weg, weg. Die Bienen der Meile. Der Fuhrack. Forstmeister und mehr Muskeln. Ach, komm, weg. Foxpork. Weg. 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 Ah, den behalte ich mal noch. Lobby weg. Weg, weg. 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 Also Insulaner behalten wir. Einfach weil ich es kann. Weg. 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 Auch weg. Kommt keiner auch weg. Scheiß auf. Anubis behalten wir. Egal, was der kann. Kommt keiner auch weg. Kann auch weg. Kann auch weg. Der kann auch weg. Der auch. Verkaufen. Zack. Haben wir wieder ein bisschen Platz in der Perlbox. Schade, dass er sonst nichts ist. Aber hat sich trotzdem gelohnt. Damit haben wir wieder, wie gesagt, ein bisschen Platz geschaffen. Ein paar Elektrodüsen Drüsen müssen wir noch finden. Ich glaube, die 6 werden nicht reichen. Oh, noch eine zugeschlossene Truhe. Wieder einen alten Bogenbauplan. Super. Na, sieh mal einer an. Joy-Dog und Joy-Dog. Nicht die fangen. Krieg ich auch noch ein paar XP für, ne? Ja. Fällt mir gerade ein. Wir brauchen ja auch noch ein paar Level, ne? Wie viel sind wir überhaupt? Ah, wir brauchen noch ein bisschen, um abzuleveln. Was bist du für ein Vieh? Hukrates? Hukrates, nur Leckerlis! Erdrigoros und Gigolo. Und will monatlich den Evergreens. King Parker. Ah, ne, auf den habe ich jetzt keinen Bock. Bucklet. Vielleicht schon eher. Gut. Komm mit. Komm mit. So, versucht ihn nicht umzubringen. War ganz schön schwierig. Blitzschnell, sehr schön. Guck mal, hier sind noch ein paar. Mitkommen. Wo rennst du hin? Oh. Sehr schön. Oh Jungs, ihr müsst nur überleben, ein bisschen. So.
Nehmt euch beide gerne mit, wenn ihr dazu lasst. Gut, so. Einfach eiskalt ins Gesicht geballert. Du bist nicht mit, sag tot. Das könnte reichen an Elektrodrüsen. Drüsen, mein Gott. Man merkt, ich habe Hunger und nehme schon eine Weile auf. Ich kann schon nicht mehr richtig sprechen. So. Moin, Kinders. Ich muss hier nur durch. Zu der Basis. So, was sagt euer Essen? Ist noch gut dabei. Was sagt die Mühle? Alles verbraten. Sehr schön. Wie viel habt ihr davon? Heilige Mutter Maria Gottes. Sehr schön. So, dann habt ihr hier auch schon mal ausgesorgt mit dem Essen soweit. Das Mehl kommt direkt wieder hier rein. Sehr schön. Wie viel wird denn noch gekocht? 1300. Sehr schön. So. Was macht er eigentlich? Junge, du hast hier Feuer zu machen, du Pfeife. Hier. Achso, der Generator, den wollte ich herstellen. Brauch mehr Metallbarren. Scheiße. Egal, das sollte er doch schnell hinbekommen, ne? Gut, gucken wir mal nach den Eiern. Eie! Und sortieren können wir auch mal eben. Oh, ich habe Fleisch dabei. Muss ich gleich mal reintun. So, Perlsaft. Drüsen. Antike Bauteile. Wo habe ich denn die antiken Dinger her? Habe ich irgendeinen Perl umgebracht? Jetzt irgendwie gar nichts auf dem Schirm gehabt. Na egal. So, die Munition. Alle Munition. Sturmgewehr, Flinten. Minderwertige Munition. Erdkristalle, da kommt natürlich das rein. Grundmaterial, das rein. Oh nein, die Gegner von da ganz unten greifen an. In 2 Jahren. Bis die hier oben ankommen, die uns vergessen, ehrlich. Was ist hier drin? Boah. Dann eine Menge Holz dran. Fleisch und Brote. Aber die Brote kann ich mitnehmen. Warte mal. Kann ich jetzt nicht in meinem Inventar kühl halten? So, dann kann ich das Ding hier bauen. Erzeugt Strom. Baller ich hier hin. Also da relativ mittig. Alter, jetzt aber alle. Jetzt aber alle. Der Anubis Clan arbeitet. Und es werden Licht. So. Rayhound, zack. Erzeuge Strom. Wird das jetzt da oben auch bestromt oder? Stromzufuhr an. Das heißt, ich kann jetzt dir sagen, wir brauchen Zement. Wie kriege ich Zement? Da, Steinknochen und Perlsaft. Knochen und Perlsaft, Alter. Ja, der macht das schon. Alter, geht's dir gut? Und ja, oh,
Können wir endlich Ruhe geben da unten? Wir sind immer noch da. Also, geht doch. Okay, wir haben jetzt Strom. Das gefällt mir. Metallbarren. Von verschiedenen Sphären mit diesen Sphärenwerfer lassen die Perls auf größere Distanz fangen. Die Frage ist, macht das auch mehr Damage? Aha, sehr schön. Ein neuer Anubis wird geboren. Kann er was? Forstmeister, Angriffsstratege, Wasserrate und Herbizid. Habe ich irgendwas verpasst? Okay. So, ein feuchtes Jumbo-Ei. Rein damit. So, 100 Zement, ey. Puh. So, das ist die eine Fließbank-Geschichte, ne? Fließband. Eigentlich Fließbank vor allem. So, Nagel- und Metallbarren hierfür. Okay. Beruhige dich. Soll sofort alles gedroppt werden, ne? Ist auch so. Mein Freund, hier was. Nein, du doch nicht. Du wirst gebraucht. Jetzt, warum habe ich jetzt alles im Inventar von den Knochen und Steinen? Habe ich die 1000 Steine im Inventar? Ich kann das nicht mehr. Nur weil ich es abgebrochen habe. Alter, dauert das ewig. Ich sollte eine Kiste daneben stellen, wenn sowas nochmal passiert, dass ich da nicht immer hier reinlaufen muss. Und sonst so, wie war es bei euch den ganzen Tag? Auch so nett wie bei mir am Regnen. Hast geschafft. Ah. So. Weird. Zement tue ich mal mit hier rein. Erz und Kristalle da rein. So. Also die Nägel hat er schon mal fertig. Das habe ich gehört. Sehr schön. Du kannst deine Perlbox verbessern. Oh, sehr schön. Lagerverbesserung? Nee. Was mach ich denn? Doch, Lagerverbesserung. So. Verbessern, let's go! Baue Waffenfließberg. Fließbandwerk und baue luxuriöse heiße Quelle. Eieiei. Dann können wir das Ding doch auch schon bauen, ne? Das andere Fließbandwerk. Nochmal ein Stückchen größer. Anubis. Der macht ja ganz alleine, ist ihm scheißegal. Aha! Und den können wir auch gleich bauen, das Schild. So. Zack, haben wir dort ein richtig großes Schild. Sehr schön. Kommst nicht runter, Anubis? Bist du gefangen? Ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Okay, geil. Geil, geil, geil. Wie ich anguckt. Ist das dein Scheiß Ernst? Ist das dein Ernst?
Hast du jetzt nicht gemacht, so nach dem Motto, weißt du? Ist ja jetzt nicht einfach runtergesprungen. Hast du jetzt nicht gemacht. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen was geschafft heute. Ach ja, genau, wir haben ja jetzt auch neue Pelz gefunden. Was können die denn eigentlich? Guck mal, jetzt sogar Stufe 3 Elektrizität. Kann ich ihn direkt mit hier reinballern? Zack. Jesus Maria, ist ja riesig. Kann ich ihn aufheben? Na klar, kann ich ihn aufheben. Guck mal, Matura-Strom. Oh, Moment. Soll das so sein? Ich weiß es nicht. Er sieht nicht richtig aus. Außergewöhnlich ist aber nicht viel besser, ne? Arbeitstempo und Angriff. Okay, Arbeitstempo ist nicht schlecht. Und Minus Arbeitstempo. Geil. So, das ist ein neuer Anubis, ne? Herbizid, Atem nehmen, grüner Daumen und Forstmeister. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wow, wo ist denn hier die... Hier, Pyromane. Feuerangriffsschaden. Leider ist die Feuererzeugung nicht so toll. Aber sehr schön. Wir haben hier schon mal Strom. Das ist schon mal gut. Da freue ich mich. Kann ich da auch hier so... Beleuchtung, Deckenlampe. Was kostet die? Elektrodüse. Anubis, bau die mal. Werdet sehen. Er läuft. Okay. Wird hier noch Eisen gebraten oder ist das schon fertig? Ist schon fertig. So, wieder Max. Zack. Alter, wir haben so viel Eisen, ne? Mittlerweile geil. Oder Metall. Eisen, Metall ist alles dasselbe. Okay, die Kiste ist auch langsam voll. Grund. Dann tue ich das erstmal bei Medizin und Pulver mit rein. Nagel. So. Herstellung. Eisdrüse und Stoff. Stoff ist ja kein Problem. Davon haben wir jetzt auch ein bisschen. Der macht das schon hier. Zack, 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 zack. Sehr schön. Eisdrüse. Habe ich noch einen Eishain, den ich schlachten kann? Nee. Ein Fleischermesser wird wieder gebraucht. Ein Pär wird sich heute verabschieden. Wo sind denn hier die Eishainis? Ich hab kein Eis. Kekko. Der ist Wasser. Hm. Ah, der gehört mir zu Eis, aber den will ich nicht schlachten. Wasser, 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 Wasser. Ja, Chili will ich auch nicht schlachten, the fuck. Die Pelz werden doch ihr Leben behalten. Die hatten Glück. Aha. Muss halt einer eigentlich auch fertig geworden sein da jetzt? Ja. Ein weiterer Anubis für unser Lager. Forstmeister und positive Gedanken. Gefällt mir. So. 40 Minuten. Geht's noch?
Guck mal, er chillt sein Leben, Alter. Wie geil ist er denn? Ja, ist das hier schön. Ich genieß. Ho! So, rein damit. Rein damit. Keine Eisdose. Sollte sich auf jeden Fall ein bisschen schneller ausfindig machen lassen als den anderen Gedöns. Wir hatten doch hier immer. Gucken, was die alte Base macht. Ob die schon kaputt ist oder da noch was steht von. Ja. Ah, die ist leider fast komplett zusammengefallen, ne? Schade. Schade, dass die Sachen despawnen. Boah, hier steht noch ein bisschen was. Aber diese Festung neigt sich dem Ende langsam. Da, 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 da. Warte mal, bin ich dumm? Also, ja, bin ich, aber. Suche ein Eismonster und gehe nicht ins Eisgebiet. Kann mich einer. Ah. So, wo ist denn hier? War doch das Schneegebiet irgendwo da in die Richtung. Ja, da werde ich schon was finden. Ich werde das schon ein bisschen aushalten. Ich höre schon, ich höre nur zählen. Ja, okay, da okay. Richtung bergauf, ne? Ja. Was ist denn mit denen, Alter? Eisgrad. Ich komme nicht hoch, oder? Ich muss auf jeden Fall den Vanwürm austauschen mal irgendwann. Schon wieder die Perlfreunde. Haut ab! Hört auf, mir in den Hintern zu schießen. Alter, Buschi hat 54 Metall produziert. Bin stolz auf meinen Buschi. Ist das ein Riesenei? Saftiges grünes Riesenei. Oh, ist das geil oder ist das geil? Das ist ja lecker. Sehr schmackhaft. So, die Temperaturen fallen. Halte ich es hier aus? Bis jetzt ja. Das ist nice. Brauche ich mir ja gar keine Rüstung machen dafür, ne? In dem Sinn. Okay, hier steht ein random Gelee rum. Ich hab gehört, sie wollen mitkommen. Paranoct. Schieß ihn. Oh Gott, Paranoct ist zu viel. Ich sage doch. Perfekt, der hat sich einfach geduckt. Komm schon. Mach keine Faxen. Dankeschön. Hey, wo ist mein Vanwürm? Da. Vanwürm. Megasphäre, Gigasphäre. Nochmal schön. Schön. Wie kann das nicht eingefroren sein? Das hat nochmal ein Riesenei. Das sieht aus wie ein Riesenei. Vielleicht haben wir ja Glück. Und es ist ein saftig grünes Jumbo-Ei. Gab es hier so einen TV-Koch oder so, der so hieß? Jumbo? Ah ne, war so ein Esser, ne? Der hat nur gefressen wie so ein Irren. Wie so ein Irren, ja jetzt. Also wie so ein Irren nicht, aber... Da haben wir die Testessen gemacht oder beste Currywurst der Welt probiert und so ein Scheiß, ne? Ah, nein, ich wollte. Okay, so. Haben wir hier entdecken. Da unten sind ein paar Sweezies, die kann ich schlachten. So, tob dich aus, Pyronox. Wir brauchen die Eisrüsen.
Shut your bitch ass up. Gib mir deine Drüse. Damn. Attacke Paranoid. Ich kann alles rüsen. Nur Wolle für mich. The fuck? Was ist das da hinten? Das sieht crazy aus. Nein, keine Zeit. Das sieht cool aus. Foxicle. Oder Foxcycle. Guten Tag. Das ist Paranoid. Paranoid, das ist Foxicle. Okay, du wärst beinahe gestorben. Ich dachte, du wärst beinahe gestorben. Du kommst jetzt mit. Ja, genau. Mach doch nicht so ein... Oh. Fuck. Ja. Alter. Ich kann halt nicht noch mehr Damage machen. Das ist halt viel tot. Junge, komm jetzt mit, Alter. Geh zu mir und sag... Stirb, du Drecksvieh! Foxicle, in klaren Nächten, wenn Polarlicht am Himmel tanzen, schaut es empor und beginnt ein wunderschönes Lied zu heulen. Leider wird es währenddessen gerne von Fressfeinden angegriffen. What the fuck? Paranoid! Hier ist noch einer, der deine Aufmerksamkeit möchte. Oh Gott, bring ihn nicht um. Perfekt. Paranoid, das war doch zu viel. Der da, den kannst du fertig machen, den Wichser. Der geht mir gerade hart auf den Sack mit deinem Drecksbart. Ja? Tut's weh? Ja, weg mit dem, genau so. Pissvieh. Drecksweezy. Keine Zeit für euch. Man darf aber auch nicht zu stark werden, ne? Sonst one-shottet man ja einfach alles weg. Kannst ja nichts mehr fangen. Obwohl, du hast ja hinterher bessere Bälle wahrscheinlich noch, ne? Ey, das ist ein Witz. Er springt dumm rum, Alter, und weicht aus. Licht, kommen wir klar. Noch ein Foxicle. Noch ein Sweezy. Oh Gott. Und alle sind wütend, Alter. Ey, man, der Genki Dama. Ja, klar. Nein! Oh. Ich habe gerade schon eh gedrückt. Wollte sie doch fangen. Okay, das war Rendrix. Da! Nein, renn nicht weg! Oh, er rennt weg! Ein Chile? Was waren die Diarrhoe-Wölfe hier? Fuck. Alter, bis wohin rennt der denn? Da ist nicht das Rentier, ist hier verschwunden. Ja, sicher. Ich kann das alles nicht mehr. Einfach weg. Was passiert denn mit dem Licht? Warum steht hier eine Truhe? Ich habe einfach nur Fragen. Also die Sonne versucht unterzugehen. Ob es ihr gelingt, weiß man noch nicht. Da ist noch ein Rentier-Heini. Was ist los? Zack. So, Paranoid, du darfst Feuer machen. So, das reicht aber auch. Jetzt werde ich schießen. Bumm. Peng. Du Dreckstöle. So, jetzt aber.
Oder oben. Komm schon. Ja, let's go. Raindrix, sein transparent blaues Geweih schimmert mit der Kälte des absoluten Nullpunkts. Fasst man es mit bloßen Händen an, gefriert der Körper augenblicklich und zersplittert auf Nimmerwiedersehen. Erster Fang und sogar mutiges. Sehr schön. Da noch eine lila Kiste. Da haben wir wenigstens noch ein paar neue Perls heute auch gefangen. Hier wird es absolut kalt, bis zum geht nicht mehr. Okay, hier kann ich es aushalten, da vorne nicht. Oder ist das, weil ich auf den Wärmwürmern jetzt bin? Wärmwürm. Ach, weil der Wärme von sich gibt. Sehr gut. Ist das ein Riesenei? Ist ein Riesenei, oder? Oh. Ein saftig, schmachtig grünes Riesenei. Ja, ist jetzt Nacht geworden, das ist das Problem. Nur 9 Drüsen. Ist aber ein bisschen happig, ne? Das ist nicht so die Ausbeute, die ich gehofft hatte zu kriegen. Ich dachte, ich hätte jetzt schon mehr. Aber ein kleines Schneegebiet auch, ne? Nun gut. Dann werden wir uns einmal nach Hause begeben. Wo ist hier das? Da war's. Und uns mal die neuen Pals angucken. Oh, eine abgeschlossene. Nein, steig doch nicht ab. Ja. So. Mal wieder Federhaarschmuck. Nee. Wie gesagt, die neuen Pals angucken und dann auch. Ja, was machen wir dann? Dann beenden wir, glaube ich, die Folge. Soweit. Dann haben wir für heute einiges geschafft. Einiges verkackt leider auch mit dem Bauen da. Von der Base. Aber so ist er, ne? Mal gewinnen wir, mal verlieren wir. Wir haben jetzt immerhin Strom. Der Kollege ist ein bisschen buggy da gewesen. So, was kannst du? 2 gefrieren und 2 Häuser bauen. Und du kannst 2 gefrieren. Und dann bist du fürs Gefrieren zuständig. Dann tue ich die Katze raus. Ist hier Eis oder Wasser? Hier ist. Hier ist Eis. Okay. Geh auch mal eben schlafen, damit hier die Nacht rum ist. Könnte nächste Folge auch mal vielleicht wieder neu dekorieren ein bisschen. Aber eins meiner Perls ist Stufe 30 geworden, ne? Alter. Ich bin auch kurz vor Stufe 30. Da können wir vielleicht noch machen. So, die Eier hier rein. Eier, ja. So, die Drops. So, wollte gerade sagen, wieso habe ich denn 400 im Inventar, aber. So, ich habe das Jumbo im Inventar. Zack. So, Baupläne, Butz. Das. Zack, zack. Zack. Keine Ahnung, tue ich hier mit Zement die Steinkohle. Sonstiges. Nee, Medizin habe ich ja eigene Truhe. Pistolenmunition behalte ich. Das kommt in den Kühlschrank.
Übers hier, ne? Zum Kühlen. Wieso kann sie nicht kühlen? Hab ich hier irgendeinen Trick verpasst, oder? The fuck? Bushi, geh du mal hier rein. Ich brauche mal jemanden, der eben kurz kühlen kann. Kann das Reittier genutzt werden? Wenigstens einer, der kühlt. Ja, mach. Die hat eine Idee? Oh ja, kann ich machen. Na also, geht doch. Eine Mühle soll's nicht. Boah. Hier, noch mehr Beeren für euch. Schmackhaft. Metallbarren auch schön fertig geworden. Geile Nummer. So, die kommen hier rein. 112. Ich kann bestimmt wieder 100 herstellen oder so, ne? Max 46. Eieiei, geil. Der berät die Bären, es gibt kein Morgen. Okay. So ein Knüppel, Elektrodrüsen brauchen wir dafür wieder, okay. Ich würde gern vielleicht nochmal hier hinfliegen, so ein bisschen. Wo wir natürlich Stufe 30 gleich sind. Lunaris können wir probieren. Pass auf, wir legen uns mit Lunaris an. Schnellreiser. Dort unten. Mal sehen, was Lunaris kann. Hoffentlich nicht allzu viel. So in... Ey. Mann. In die Richtung. Und hoch auf jeden Fall. Hoch hinaus. Ich habe auch schon, by the way, ein paar neue Projekte, die ich gerne anfangen würde. Und habe dann überlegt, vielleicht Perlworld dann wieder so zu regeln, dass es dann vielleicht alle 2 Tage kommt. Weil, ja, das ist ja so ein Projekt, das zieht sich ein bisschen mit dem Bauen und sonstiges. Entdecken der Perls. Ich glaube, dass wenn alle 2 Tage eine Stundenfolge kommt, dann ist das schon ganz in Ordnung. So, das ist hier das, ne? Lunaris. Ehre der Mysterien. Mysterien. Oder Mysterien? So. Stufe 32. Renrik, zeig, was du kannst. Damn. Oh, das sieht cool aus. Oha. Will einen coolen Screenshot haben. Wo ist meine Pistole? Da. Boom. Oh, Jesus Christ. Mein Schild ist schon wieder direkt im Arsch. Alter! Okay, die Pistole ist aber auch nicht so. Der Burner! Also die Muskete auch ein bisschen besser, ne? Oh, Jesus. Hehe. Aua! Wie sauer die ist. Muss nachladen.
Alter! Der ist schon eingefroren. Au! Rainrix! Mach sie fertig! Oh shit! Spiel sie ein! Genki-Dama! Heb die Hände hoch, Genki-Dama! Nicht der Einzige, der die Musik so ein bisschen an Super Smash Bros. Erinnert, ey? Alter, ist sie sauer. Spiel sie ein! Ah, lad doch mal endlich die Waffe nach! Jetzt! Probieren? Komm schon! Let's go! Lunare, schaut man diesem Perl unvorsichtig in die Augen, gelangt man schnell unter dessen Kontrolle. Viele, die einen Lunaris dabei haben, verkennen wahr. Wer. Warte. Kann ich auch suchen? Bin ich blind? Wo ist denn hier Lunaris? Da, Lunaris. Viele, die einen Lunaris dabei haben, verkennen, wer eigentlich das Sagen hat. Ach so, wer eigentlich das Sagen? Ich habe den Segen gelesen. So. Nee, Blumenbeet nicht. Noch nicht. Spitzhack und Helm, Bergbau. Tretmine. Ein flauschiges Bett für tieferen Schlaf und bessere Regeneration. Ah ja. Metallset nehmen wir mit. Motivierende Stürmen für Dicktoys ermöglicht es Dicktoys bei Aktivierung der Partnerfähigkeit, sich schnell zu trennen und Steine effizienter zu zertrümmern. Das ist Fellrüstung. Dann würde ich wohl mal das Bett noch nehmen. Tretmine, weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so spannend. Komm, wir nehmen noch den Kitsun-Sattel, warum nicht? Scheiß drauf. Und ein bisschen LP. So, haben wir das auch gemacht. Stufe 30. Auf chillig. Wo ist hier mein Vamburum? Habt ihr davon viel? Ein Fixie. Ja, könnt ihr behalten. Der Mist. So. Feuer. Er hatte hier Skill geändert. Damn, was er weg kann, wir haben ja. Ihr kleinen Drecksicher, her mit euren Perlsäftern. Mit deinem Saft, Junge. So, die sind alle die gegrillten Beeren am Fressen, das ist schön. In die andere Base können wir vielleicht auch noch ein paar Beeren reinklatschen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Okay, nice texture. Ich fliege jetzt nur noch nach Hause. Guck mir den Lunaris an. Was das kann und dann
haben wir genug für heute. Drei Handwerk. Ist okay. Können wir vielleicht paaren mit. Mit Anubis. Gib mal die gegrillten Beeren. Gehen wir kurz in andere Lager, mal sehen, wie viele die Sachen daneben geworfen worden sind. Geworfen worden sind. Mein Gott. Alter Schwede. ETF. Warum packt ihr nichts in die Truhe, ihr Pfeifen? Ihr habt doch einen Transportheini hier. Ach guck mal, das ist nur eine Farm. Die zweite sieht auch nicht besser aus. Ist das irre, Alter. Okay, jetzt sind wir richtig am Sehen. Junge, Anubis, du kannst auch mal ein bisschen rumschuften. Ja, mit dem Milch und Weizen. So, die tausche ich aus, damit ihr ein bisschen länger was von Essen habt. Mehl nehme ich auch mit. Okay, das. Ich bin wieder im anderen Lager. Haut rein. Kuss. So. Max. Und. Den Honig kann ich raus tun. Der braucht keine Zeit. So. Er ist immer noch an den Bären dran. Alter Schwede. Wir haben gut Elektrizität. Pearl Drops. Zack, zack. Und Material. Zack, zack. Das Riesenei tue ich oben rein. ...40 Sekunden, da würde ich noch abwarten. Dumbo-Ei, sorry, nicht Riesenei. Die 40 Sekunden warten wir noch ab und gucken, was dabei rauskommt bei dem feuchten Jumbo-Ei. Oh, es ist so feucht. Oh, wie riesig der ist, Alter. Kann den nicht mal streicheln. Yeah. Ja, fast richtig. Krieg ich den auf dem Screenshot drauf? Zack. Erzeugt Strom. Ich glaube, das ist ein bisschen buggy. Wieder einmal. So. Ich gehe hier mal so rum. So, müsste jetzt fertig sein ungefähr, ne? Yep. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ein Panking. Hat aber gar nicht so schlechte Stats. Könnte schlimmer gehen. So, Stunde 20, gut. Die Stunde 20 werden wir uns aber erst beim nächsten Mal antun. Kuss, Kuss, Kuss an alle, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von Pearlwood sehen wollt und nichts verpassen, abonniert gerne rein. Kommentiert, liked, würde alles helfen. Kuss, Kuss, Kuss an alle, die es machen. Passt auf euch auf, hab euch lieb. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.